Hi, willkommen bei Göln Chill Barbecue und Lifestyle. Heute wird's bürgerlich und herbstlich. Heiko Blumentritz ist bei mir. Hallo. Bekannt aus seinen Büchern und auch aus seinem Blog, alles rund um Burger. Und heute machen wir einen Herbstburger mit Kaviarrind. Sensationell, mit Steinpilzen und einem leckeren Schü. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht's hier gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen Burger Buns. Ich habe hier zwei Stück von Heiko, selbstgemachte, mit Curry drin. Wie genau er die gemacht hat, erzählt er uns später. Eine Stange Frühlingszwiebeln. Dann nehmen wir Steinpilze, die waren getrocknet, habe ich schön in lauwarmem Wasser aufquellen lassen. Dann hat uns Heiko ein Bier Balsamico Schü mitgebracht. Pfeffer und Salz nach eurem Gusto. Einen hauchgeräuchten Bacon, dann noch unseren Hauptdarsteller, das Kaviarrind. Wer noch gerne Informationen dazu hat, zu Kaviarrind, ist da unten in der Infobox verlinkt. Das sind die ganzen Zutaten und dann geht's los am Fleischwolf. Schöne Fleisch schneiden wir uns mal zurecht. Schöne Streifen, dass sie gut in den Fleischwolf reingehen. Könnt ihr noch die Marmorierung sehen? Ich denke, da wird dein Kobe schon fast neidisch. Wir nehmen hier ein bisschen die gröberen Löcher, die großen. So wird es richtig saftig. Und dann geht's los, die wilde Fahrt. So, dann machen wir hier jetzt mal die Patties. Pitt hat ja hier schon das Fleisch schön gewolft. Und dann machen wir jetzt mal Patties. Ich habe hier meinen Patty Maker mal mitgebracht. Wer schon Sachen von mir gesehen hat, weiß, dass ich jetzt nicht so auf die riesen Monster Burger stehe. Ich esse dann lieber zwei als nur einen. Und hier bei der Presse passen ungefähr 125, 130 Gramm rein. Die Größe passt auch perfekt zu den Buns, die ich mitgebracht habe. Also alles, sei es mal, wunderbar aufeinander abgestimmt. Hier ist das Bun, hier sieht man den Patty Maker, also passt alles wunderbar. Und dann machen wir das Ding hier mal, nicht großartig fest pressen, sondern einfach nur kurz rein, ein bisschen in Form. Und das war's dann. Und so machen wir jetzt mal hier ein paar Patties. Da muss man auch nichts abwiegen, die sind dann alle immer schön gleich groß. Alles wunderbar. So. Zack. Was machen wir denn hier? Wir machen alle. Okay. Dann haben wir hier unsere Burger Patties. Und dann geht es gleich weiter mit den Pilzen. Nehmen wir unsere Steinpilze und hacken sie einfach grob durch. Die riechen super, jetzt schon. Bei Steinpilzen immer wichtig, richtig scharf anbraten, so kommt das Aroma gut durch. Da geht es rüber in den Seitenbrenner. So, die Pfanne haben wir aufgeheizt, haben wir hier noch ein bisschen Butterschmalz rein, dass wir dann den ganzen Sachen, den Speck und die Pilze hier drin anbraten können. Das ist, glaube ich, schon heiß genug hier. Wir jetzt die Speckwürfel, die braten wir ein kleines bisschen an. Noch ein bisschen mehr Gas geben hier. So, dann packen wir hier noch die Pilze dazu, die der Pitt schön klein geschnitten hat. Braten wir das Ganze jetzt hier ein kleines bisschen an und
Dann zum Schluss nehmen wir die Hitze runter, löschen das Ganze mit dem Bier-Balsamico-Schü ab. Der Bier-Balsamico-Schü ist eigentlich relativ einfach zu machen. In gleichen Teilen weißen Balsamico-Essig und das Bier miteinander mischen. Ich habe in dem Fall von Pilgrim das Winterbier genommen. Das hat eine gewisse Gewürze drin, unter anderem auch Tonkabohne. Das gibt einen ganz tollen Geschmack. Und damit der Essig nicht ganz so penetrant wird, macht man einfach noch nach Geschmack, sage ich mal, einen Schuss Honig mit dazu. Dann wird das Ganze etwas abgerundet. So, Pitt, du kannst jetzt den Schü hier noch ein bisschen was drüber gießen, das Ganze ein bisschen ablöschen. Und dann lassen wir das einfach auf kleiner Flamme ein bisschen einköcheln. Riecht schon richtig gut. Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Jawohl. Aber das riecht richtig geil. Der Schü ist super. Den müsst ihr unbedingt testen, Leute. So, ich glaube, da können wir es sogar auch schon runternehmen hier, damit es gar nicht viel weiter einreduziert, weil sonst wird es nur Matsch hinterher. Na, das ist gut so. Dann machen wir einfach die Flamme wieder aus. So, dann haben wir hier jetzt noch die Buns. Ich lege die mal hier oben drauf, dass die ein bisschen anrösten können. Wie gesagt, die Buns, der Pitt hat es ja vorhin schon erwähnt, die habe ich mitgebracht. Das sind, wie man an der Farbe sieht, sind das Curry Buns. Basieren letztendlich auf dem Rezept, was ich auf dem Blog veröffentlicht hatte. Diese Cuban Buns. Und der einzige Unterschied hier an der Stelle ist jetzt noch, dass ich eben Curry noch mit hinzugefügt habe, einfach um ein bisschen einen anderen Geschmack zu kriegen, und hat den Nebeneffekt noch gehabt, dass es eine schöne gelbe Farbe hat. Hier riecht es gerade relativ, ja, genau, nach Curry. Im Geschmack ist es nicht ganz so extrem, wie man es jetzt gerade riecht, aber die Nase, die man hier jetzt gerade riecht, ist schon sehr fein. Ja. Ja. Schmeckt richtig lecker. So, dann haben wir jetzt hier unsere Burger Patties. Die machen wir mal hier auf die heiße Gussplatte drauf. Die ist ein bisschen noch mit Butterschmalz präpariert, und dann braten wir jetzt unsere Patties hier einfach mal an. Ich glaube, die Buns, ja, die können wir runternehmen, sonst werden sie zu dunkel. So, dann werden wir die ganzen Brüder hier mal wenden. Löst sich gut ab. Ja, ja, ja. Das riecht richtig gut, Leute. Richtig gut. Ja. Hier mal auf die Buns drauf packen. Du machst das hervorragend, Fritz. Danke. Ja. So, dann haben wir hier jetzt die Burger soweit, dann machen wir noch unser Pilztopping hier oben drauf. Wunderbar. So. Zwei. So, Freunde, ihr habt es schon gesehen, die sehen richtig lecker aus, und bevor sie ganz kalt werden, testen wir die nun an. So. Würde ich sagen, Pitt, cheers. Ja, cheers. Guten. Guten miteinander. Mhm. Curry kommt gut durch. Fleisch ist saftig, ja. Pilze lecker, der Juice sensationell. Also hier sieht man auch, dass das Fleisch braucht kein zusätzliches Fett. Das ist richtig saftig, locker, nur medium gebraten, tipptopp, so kann man es essen. Schön fluffig, weil wir es nicht zu dünn gemacht haben beim Wolfen. Mmh, super lecker. Ja, Freunde.
wenn ihr irgendwie mal zu Kabiering kommt, testet das unbedingt an. Das ist eine Schweizer Appenzeller Alternative zu Kobe-Rind. Wird von der Brauerei Locher, das Appenzeller Bier macht. Die ganzen Reste von denen kommen zu Sepp Thäle. Und der verwendet alles und füttert die Rinder mit dem. Sie bekommen den Rest zu trinken. Aber keine Angst, Rinder können keinen Alkohol aufnehmen. Die haben 7 Mägen. Und das wird schön verdaut. Das wurde auch getestet, hat er mir gesagt. Da ist wirklich ein Team vorbeigekommen und hat das ausgetestet. Nicht, dass man da die armen Kühe plagt mit Alkohol. Das werden noch. Ja, Freunde, wenn ihr irgendwie dazukommt, testet das an. Oder auch mal so einen Burger machen mit einem normalen Fleischpatty. Funktioniert natürlich auch mit Rind. Ja, wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Grön Chill. Barbecue and Lifestyle. See ya! Danke, ciao! Die Kombination mit dem Curry, Pilze, dieser Schüb, tipptopp. Cool.